نبض الأحزاب تعتقد أن عملها Marokkos König Mohammed VI. Hat 188 Aktivisten der sogenannten Volksbewegung Al-Hirak al-Shaabi begnadigt. Anlässlich des Opferfestes ließ er Inhaftierte frei, die zu einer 2- oder 3-jährigen Haftstrafe verurteilt worden waren. Laut dem Nationalen Menschenrechtsrat wurden die Gefangenen umgehend freigelassen. Ende Juni hatte ein Gericht in Casablanca Haftstrafen zwischen 1 und 20 Jahren gegen Mitglieder der Hirak-Bewegung verhängt. Die Protestbewegung richtet sich gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die schlechte Gesundheitsversorgung und die Korruption in der armen, überwiegend von Berbern bewohnten Riffregion im Norden Marokkos. Dem Nationalen Menschenrechtsrat zufolge gab es in den vergangenen 2 Jahren mehr als 400 Festnahmen im Zusammenhang mit der Hirak-Bewegung. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Der im Juni zusammen mit 3 weiteren Angeklagten zu 20 Jahren Gefängnis verurteilte Protestanführer Nasser Tseftzafi gehört nicht zu den Begnadigten.